so gemein. Du hast mir mein Herz gebrochen. Guten Morgen. Was ist da passiert? Herz gebrochen, Liebe zerstört, Beziehung beendet. Zeit für ein wenig bewusste Aufklärung, was Liebe ist und vor allem was Liebe nicht ist. Das habe ich ja schon erklärt in einem anderen Video oben in den Infokarten. Liebe ist wahrhaftig echt und bedingungslos. Eine Beziehung, das ist der Versuch zweier Menschen zusammenzuleben. Und dazu gehört meist Haufen Kompromisse, wo man dann abwägen muss, dass die Vorteile eines Zusammenlebens die Nachteile aufwiegen. Nicht jeder macht das so bewusst, aber letztlich läuft es darauf hinaus. Beziehung und Liebe haben nicht zwangsläufig etwas miteinander zu tun. Na, sie katalysieren sich, aber sie haben nicht zwangsläufig etwas miteinander zu tun. Es gibt ja auch die allseits bekannte Zweckbeziehung zum Beispiel. Na, ob das die Beziehung zum Zwecke der Einwanderung ist oder eine Sexbeziehung, wo man unnötige Reisekosten spart, indem man zusammenzieht, da die Beziehung eröffnet, und da kommen wir zu der am meisten geführten Zweckbeziehung, die nichts mit Liebe zu tun hat, dass man sich nicht einsam fühlt und den gesellschaftlich konditionierten Wunsch nach einem Partner nachkommt. Was, du bist immer noch Single? Mensch, du hast es echt nicht leicht. Immer noch keine Frau. Ey, das wird schon. Irgendwann findest du dann die Richtige. Als ob man die Liebe suchen und dann finden kann. Liebe ist bereits in allen zu Genüge vorhanden von uns. Man kann einfach nur die Schleusen öffnen und man kann sie schließen. Aber wir sind ja sowieso physikalisch und energetisch, siehe dazu auch gerne meine Ausführung zur Quantenphysik oben in dem Video, mit allen Menschen verbunden. Die gesegnete Liebe zu exakt einer Person, das ist einfach nur eine Einbildung. Ja? Wahre Liebe ist niemals begrenzt, weder qualitativ noch quantitativ. Jeder, der wirklich liebt, der wird dies auch erfahren haben. So, nun wird diese Beziehung einseitig gebrochen, weil die Vorteile eben nicht mehr überwiegen. Alles vollkommen nachvollziehbar. Ne? Zweckbeziehung, Zweck nicht mehr erfüllt, deshalb Beziehung beendet. Zum Beispiel, der Zweck ist auch nicht mehr gegeben, also die Staatsbürgerschaft im Falle dieses Zweckes ist dann anerkannt oder der sexuelle Reiz ist verloren gegangen oder der Partner schenkt einem nicht mehr genug Aufmerksamkeit, sodass man sich auch wieder einsam fühlt und so weiter. Also dieser Zweck ist nicht mehr erfüllt. So. Und dann wird die Beziehung einseitig gebrochen. Dann löst man quasi die Beziehung wieder auf. So. Da wird aber kein Herz gebrochen oder da wird keine Liebe zerstört. Ne? Da wird ein Zweck aufgelöst. Man lebt einfach nicht mehr zusammen, weil es für die eine Person, wenn es jetzt einseitig ist, wie in dem Beispiel, was ich jetzt nenne, ja einfach keinen Sinn mehr macht. Ne? Liebt ihr eure Mama oder euren Papa nicht mehr, weil ihr irgendwann ausgezogen seid? Oder liebt ihr euer Kind nicht mehr, wenn es aufgrund von Weltbummlerei oder Selbstfindung die Beziehung zu euch beendet und sagt, ich will jetzt mal meinen eigenen Weg gehen, auch keinen Kontakt mehr? Ne? Liebt ihr sie da trotzdem noch? Ja, das ist Liebe. Warum muss man so ein Trara draus machen, wenn eine Beziehung beendet wird oder wenn eine Beziehung nicht mehr funktioniert, weil es auch eine Zweckbeziehung ist. Es kann natürlich auch, wie gesagt, das ist Liebe und Zweck kann ja auch zusammenführen, aber die Beziehung an sich, die muss man losgelöst von der Liebe sehen. Die Liebe hat schon was zu tun mit der Beziehung, kann was zu tun haben, aber Liebe und Beziehung ist nicht eins. Das müsst ihr wirklich verstehen. Vor allem, dass das perfide daran ist, dass wenn die Beziehung für den anderen, mit dem man ja glaubt eine Liebesbeziehung zu haben, ne, also dass man ihn auch liebt und nicht eine Zweckbeziehung, also wenn das für den nicht mehr funktioniert und er womöglich sogar drunter leidet, wie kann man da allen Ernstes immer noch davon sprechen, dass man ihn liebt, dass mein Herz gebrochen wird, ne? Obwohl der andere sich in einer Situation fühlt, wo er sich nicht mehr wohlfühlt mit mir, ne? Wenn ich denjenigen wirklich lieben würde. Dann und nicht besitzen, ne? Wenn man ihn wirklich lieben würde, dann würde ich das Bestmöglichste, dann will ich das Bestmöglichste für ihn haben. Und wenn meine eigene Existenz nicht mal das Bestmöglichste für diese Person ist, ist es schlimm genug, dass man nicht selber die Beziehung beendet, wenn man sieht, dass der andere unter einem leidet, ne? Sondern diesen schweren Schritt halt den anderen machen lässt. Das hat nichts mit Liebe zu tun, da wird nicht euer Herz gebrochen, da wird euer Ego gebrochen. Ja, warum ist es eigentlich schwer, so eine Beziehung zu beenden? Na, das ist klar, ne? Das ist unsere Konditionierung, Wohlfühlzone. Das ist ein Ausbruch aus der Komfortzone, die man sich so gerade bei langjährigen Beziehungen da geschaffen hat. Deswegen ist es natürlich auch schwer, eine Beziehung zu beenden. Und deswegen, wenn man jemanden liebt und man sieht, der andere leidet,
unter einem, ne, und ihr habt die Bewusstheit, dann beendet ihr die Beziehung. Ne? Auch wenn ihr den anderen liebt und gerne bei ihm, mit ihm zusammen sein möchtet. Aber wenn der andere leidet unter euch, dann müsst ihr die Beziehung beenden, wenn ihr die Menschen liebt. Wenn ihr sie nicht liebt, wenn ihr sie nicht beendet, dann liebt ihr diesen Menschen nicht. Ne? Wenn ihr euren Partner unglücklich seht, weil ihr euch in irgendeiner Weise so verhaltet, dass er nicht glücklich ist. Ne? Wenn ihr das seht, dann müsst ihr die Beziehung beenden, wenn ihr den liebt. Und wenn ihr es eben nicht beendet, dann, wie gesagt, dann liebt ihr den nicht und dann fahrt ihr eure Ego-Schiene, dann labert nicht irgendwas von, mein Herz ist dann gebrochen, wenn derjenige das beendet. Ne? Da kommt echt viel Unbewusstheit zum Tragen. Das heißt, Menschen, die behaupten, du hast mein Herz gebrochen, die haben diese Person in aller Wahrscheinlichkeit nicht geliebt, die ihnen das Herz gebrochen hat. Die Person entspricht einfach nicht mehr den eigenen Vorstellungen oder ja, lässt sich eben nicht mehr besitzen. Das ist ein ultimativer Unterschied und bringt diese elende, völlig unangebrachte und mich ja süffig anwidernde Selbstbemitleidigung ans Tageslicht, an dem große Teile der Gesellschaft wirklich erkrankt sind. Alle anderen sind schuld. Du hast mein Herz gebrochen. Du bist schuld. Ich bin das arme Lämmchen, was zur Schlachtbank geführt wurde. Du trägst die Verantwortung. Ne? Du hast. Es gibt nichts Abstoßenderes als eine Person, die sich selbst bemitleidet, anstatt mal bewusst zu werden, was eigentlich abgeht. In solchen Konstellationen, da ist keine Liebe, nur ein perfides System an Abhängigkeiten, emotionalen Druck und Machtstreben. Eine Liebesbeziehung existiert natürlich, bedingungslos. Aber nur dann kann man von so einer sprechen, wenn die Liebe auch noch da ist, wenn die Beziehung beendet ist. Sonst war es keine Liebe. Wenn die Liebe genauso mit der Beziehung beendet ist, dann war es keine Liebe. Wie gesagt, zur Liebe habe ich ja eigentlich schon ausführend und umfassend in dem Video oben Stellung genommen. Eine Beziehung, also ein gemeinsames Leben und Erleben der Umwelt, ist ein gemeinsamer Versuch, das Leben im Alltag aufzuwerten. Das kann funktionieren oder das funktioniert eben nicht oder funktioniert nur temporär. Dann sollte man auch immer wieder mal reevaluieren, also bewusst darüber reflektieren, ob die Beziehung noch Sinn macht und dann entsprechend Konsequenzen ziehen. Macht es Sinn oder macht es nicht Sinn? Bewusstheit. Immer aus Respekt vor der anderen Person diese Entscheidung auch gemeinsam treffen. Und ich bin durchaus auch der Meinung, dass man auch bei einer Liebesbeziehung wirklich nicht zu schnell die Flinte auch ins Korn werfen sollte. Ich habe selber in meiner ersten Liebesbeziehung auch 15 Jahre verweilt und gemeinsam mit meiner Freundin immer wieder neu justiert und dafür gekämpft, die Beziehung da positiv zu gestalten. Man hat sich geliebt ohne Frage, aber die Beziehung war eben das alltägliche Zusammenleben, das war halt kompliziert. Am Ende hat sich dann herausgestellt, dass wir wirklich eigentlich ja alles probiert haben und wirklich unsere gesamten bekannten Freunde haben alle gesagt, Mensch, hör doch auf, Mensch, ihr kommt doch nicht klar. Aber wir haben gesagt, wir lieben uns, wir versuchen das. Ne? Und wir haben dann aber irgendwann unsere Beziehung dann aufgelöst. Aber doch nicht die Liebe. Warum auch? Ne? Es ist ein wunderbares, bedingungsloses Gefühl, jemanden zu lieben, ihm Glück und Zufriedenheit zu wünschen und für ihn da zu sein, wenn er mich braucht. Also, selbst wenn jemand einen betrügt oder einen belügt oder jemanden getäuscht hat, dann hat man eventuell falsche Vorstellungen von dem anderen Menschen gehabt und möchte ja, aus Abneigung einer offenen Beziehung oder den unbedingten Wunsch nach hundertprozentigem Vertrauen im Alltag diese Beziehung dann beenden. Aber das hat ja nichts mit einer Überlegung oder einem Gefühl mit Liebe zu tun. Ändert man die Beziehung und das ist dann auch der eigene Wunsch. Zu behaupten, nur weil der andere Mensch nicht seinen eigenen Vorstellungen entspricht, also dass er Lügner ist oder sonst was, dass dieser dann schuld sei und vor allem noch mein Herz gebrochen hat, das ist widersinnig und entbehrt jeglicher Logik. Klar leidet man, wenn man andere Vorstellungen hatte und wenn seine eigenen Wünsche nicht eingetroffen sind, wenn man sich getäuscht hat, aber das ist doch der eigene Fehler. Das ist der eigene Fehler. Warum lebt man auch in der Zukunft und malt sich Dinge aus, anstatt den Moment zu genießen mit dieser Person? Warum denkt man, oh, dieser Mensch ist so und so oder hebt ihn noch auf Olymp oder was auch immer? Warum macht man das? Das macht keinen Sinn. Ich verstehe die Menschen sehr gut, die sich in einer derartigen Opferhaltung suhlen.
Das tun sie ja meistens in allen Angelegenheiten des Lebens. Oh, ich wurde gekündigt. Oh, ich wurde verlassen. Oh, ich habe keinen Freundeskreis. Das sind alles Dinge, wo meistens derjenige selber einige Dinge hätte besser machen können, um seine Chancen zu maximieren. Aber bei einer Sache regt mich das eben besonders auf. Wenn man die vollendete und pure Schönheit der Liebe für sein bemitleidenswertes Ego instrumentalisiert. Beziehung und Liebe. Ich bin gespannt auf Eure Meinung und auf Eure Erfahrung. Euer Christian. Tschüss.